Tja. Warte, ich habe einen Duden gleich neben mir. Das erste Wort, ne? Nie die erste Silbe oder das muss man ja wieder abwägen, das Ding. Das erste Wort. Das AA. Kindersprache, Code. Ja, genau. Nee. So wie beim Doch, Brauen. Aachen. Aachen ist das erste. Danach kommt AAD. Ist eine Analoge Abkürzung. Aufnahme. Ja, und dann kommt AAL. Und das erste Wort im Duden auf der ersten Seite ist der bei mir. Der. Naja, so, nee, warte mal, nee, doch nicht. Auf der ersten Seite ist Duden. Aha. Band 1. Aha. Schon klar. Ja. Im Wort des Jahres 2000 war Schwarzgeldaffäre. Aber es gibt so viele Wörter des Jahres. Da kannst du ja mal, wenn du es eh mal offen hast, auf deinen zweiten Bildschirm jagen, bevor du weitermachst. Ja, nee, ich hab's ja gerade auf dem Duden. Nee, aber Wörter des Jahres gibt's ja nie nur bis 2000 eins. Nee, ich hab's. Älter hatte ich noch im Duden. Warte mal, ich muss jetzt erstmal schnell noch das Video beschreiben, dann schaue ich gleich nach, okay? Ja, ich muss ja, darum, ich brauchte ja vorhin gerade einen Titel für das Video, darum habe ich das dich gefragt. Ja, natürlich, warum auch immer, was der Titel auch immer bringen soll, so ein komischer. Das passt sogar, weil gestern kam die An Folge online. Aha, ich wüsste nie mal mehr, was ich dir gesagt habe. Vermächtnis von gestern. Ach so, natürlich. Kann ja nur von Ja, mir kommen. das kann man schon irgendwie dazu. Verwursten. Ja. Das klappt schon, ich gehe bloß mal hier gerade in Sicherheit, weil ich da Zombies höre. So, in der Zeit baue ich hier. Ach so, ich. Ah. Was? Weil es Nacht ist, ne? Es ist Nacht und ich bin ganz oben angekommen schon. Eine übelste Treppe gebaut. Ob ich die so lasse oder durch noch Half-Slabs ersetzen muss, das weiß ich noch nie. Muss ich nochmal angucken. Muss ich hier nochmal rum? Genau so. Bam. Yep. So. Passt doch. Können wir mal wieder runter gucken? Ich das jetzt immer so gebaut? Ich hoffe. Könnte sein. Kann man so lassen. Cool aus. Wow. Ich lobe mich ja eigentlich nie, aber das kann man eigentlich wirklich so lassen. Wow. Oh, boah. So. Nee, so gut war es dann auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall kommt man jetzt bis hoch. Boom, tschakalaka, So, was sollte ich boom. jetzt tun, Umwort des Jahres? Die Unwörter des Jahres, genau. Irgendeine Liste muss es da ja geben. Boom, boom. Boom, boom. Bier, 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 Bier. So, dann sag doch mal ein Ja. Wir fangen einfach an von der oberhalb der Liste und dann denken wir uns unseren Teil dazu, warum das denn das Unwort war. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. 2012 hatte ich es jetzt aber nicht gesehen. War, gibt doch jedes Jahr eins. Warte. Ja, aber 2012 war ich auf der Liste nicht dabei. Okay. Ach so, doch, hier ist es was. Also, 2012 ist das Unwort des Jahres Opferabo. Was? Opfer? Abo. Opfer-Abo. Aha. Weißt du, woher das kommt? Ich nicht, ne. Ich sehe, ich lese es bloß gerade. Jörg Kachemann.
äußerte anderthalb Jahre nach seinem Freispruch die Ansicht, dass Frauen in der Gesellschaft ein Opferabo hätten. Aha. Ob das nun eher so, eigentlich stimmt eher nicht so, aber naja. Ich kann mit dem Wort Opferabo an sich nie allzu viel anfangen, muss ich mal dazu sagen. Na, ist halt, na, was erwartest du denn vom Herrn Karaman? Dass er ein Schweizer ist? Ja, keine Ahnung. Und das Wetter ein bisschen lesen kann. Oh, der konnte das Wetter gut lesen. Der kann das na, richtig gut. Er kann es immer noch. Nee. Aber er hat sich halt im deutschen Fernsehen ein bisschen versaut. Wieso? Es ist nicht bewiesen, dass es war. Es ist, ja, es ist nicht bewiesen, aber es ist auch nicht bewiesen, dass es nicht war. Du bist tot übrigens. Ja, ich hab's. Weil ich hab noch im letzten Abendzügen probiert zu leben. Hättest du mal was gesagt. Ich wusste nicht, dass ich schon so arm dran bin mit dem Leben. Dann hätte ich dich einfach zu mir teleportiert. Da hättest du auch geschiedet. Ach Quatsch. Nee, aber ich weiß nicht, ich hab, wie gesagt, ich hab diesen Auftritt bei Jauch damals gesehen, wo er sein Buch vorgestellt hatte. Na? Irgendwie kam er das da alles schon so rüber, dass er irgendwie bloß sich raus aus dem Schlamassel ziehen wollte. Ja, raus aus den Schulden. Ja, ungefähr. Also, mir kam es nicht so, Bist du noch daheim oder bist du schon wieder irgendwo? Eigentlich bin ich unterwegs, aber ich bin jetzt erstmal daheim. Kannst du noch hier, ein paar, ich brauche noch ein paar Ziegel. Ich komme gerade nicht aus dem Haus. Na, brauchst du bloß ins Lager rüberlaufen. Ja, also ich bin aber hier beim beim Mütze oder beim anderen. Ach so. Bude. Ach so. Na, kann ich, sieht gerade relativ frei aus. Jetzt bin ich gewonnen. Was ist jetzt passiert? Bin runtergefallen, obwohl ich die Taste gedrückt hatte. Das Dumme ist, jetzt geht wahrscheinlich nicht gleich mein Zeug verloren. Man merkt voll, dass du uploadest, ey. Ja? Ja, ja. Die Ping ist auf jeden Fall schlechter geworden, aber es ist noch erträglich. Also ich kann es noch damit leben. Ich hab ja jetzt gefragt. Ja, das Lustige war, ich bin runtergefallen, nichts passiert und plötzlich klack. Hat's mir erst mal die Leben, also die Herzen abgezogen. Ja. Schon verkraftbar. Wird es jetzt bald Tag oder nicht, Neno? Naja, ist schon in der letzten Hälfte, sag ich mal. Also die Nacht ist schon zur über Hälfte rum. Ja, weil mein Zeug ja immer noch draußen rumliegt. Ich weiß ja nicht mal, wo bist du denn verreckt? Ich weiß es auch nicht mehr so richtig. Na, du hast ja erst einmal eine gute Grundlage geschaffen, Mann. Ja. Na? Da war ein Diamant. Ja, die möchtest du wiederholen. Dabei. Ja, ich komme ja nicht hin. Die müsstest du aber eigentlich noch kriegen. Ich weiß nicht, ob das... Ich hoffe mal. Also, dass du darauf nie ordentlich aufgepasst hast. Ich hab sie dir unter Vertrauen gegeben. Ja, ja, bist ja gestorben. Weil du dich nie gesichert hast, wenn du irgendwo mal außerhalb des Spiels bist. Das ist fahrlässig. Ich war ja innerhalb des Spiels. Grob fahrlässig. Ich habe gerade mit denen gekämpft. Schuldig. Jedenfalls war das Problem, dass beim Karrenmann schuldig. Ist trotzdem alles so. Ich kam nicht wirklich so rüber, als wäre er unschuldig. Schuldig. Ja, das kam wirklich nicht so rüber. Und das war eigentlich das eigentliche Problem. Was du hattest hat mit ihm. Und dadurch kam er dann bei Jauch auch wirklich wieder in die Rolle, dass er schuld hat, dass er schuldig ist. Schuldig. Mhm. Weil er es einfach nicht geschafft hat, das so rüberzubringen. Ja, okay. Darum glaube ich, ich weiß nicht, was ich glaube, aber ich glaube irgendwie schon, dass er schuldig ist. Ich weiß nicht, was ich glaube. Ja, das ist... So, jedenfalls, 2011 ist das Thema die Dönermorde. Ah ja, die Dönermorde, das war doch in dieser komischen Kneipe immer irgendwie... Irgendwo in Düsseldorf, Duisburg, ich weiß es nicht mehr genau.
Mir sagt das jetzt gerade absolut. Ja, nicht. Ja, da war was, da war was. Da war ich bestimmt auch mal Döner essen, ja. Ja, oder war das die. Kann nur sein, dass das so eine Clique war, die Döner verkauft hatten. Und, ja, ja, also hier so. Steht, der Ausdruck stehe prototypisch dafür, dass die politische Dimension der Mordserie jahrelang verkannt oder willentlich ignoriert wurde. Aha. Durch die Reduktion auf ein Imbissgericht würden die Opfer der Morde in höchstem Maß diskriminiert und ganze Bevölkerungsschichten aufgrund ihrer Herkunft ausgegrenzt. Okay. Ich habe keine Steine mehr, ich brauche. Ja, und ich bin ja schon dabei. Nee, ich sag ja nur, wo bist du denn ungefähr gestorben, damit ich jetzt dein Zeug einsammeln kann unterwegs? Ich laufe nämlich jetzt auch zu. Irgendwo an der Mauer. Also auf der Innenseite von der Mauer. Was, innerhalb der Mauer oder was? Nee. Ich geh los, ich versuch's noch zu retten. Irgendwo auf der Innenseite von der Mauer. Also im in Richtung der Stadt halt. Auf der ja. Richtung eher am Berg, wo ich bin? Oder ja, eigentlich warst du ja dort immer. Ja, ungefähr muss ich mal. Ungefähr dort muss ich umrennen. Direkt an der Mauer oder? Scheiße. Hier ist bloß ein verrottetes Stück Fleisch. Ach du Scheiß Creeper. Also hier ist bisher nichts. Ey, wenn die Diamantspitzhacke weg ist. Ich bin die Mauer so gut wie abgelaufen. Ich kann da nicht dafür. Jetzt bin ich am Tor. Wenn du nie mal weißt, wo du verreckt bist. In welchem Abteil. Ja, das weiß ich nicht mal so richtig. Aber es war direkt an der Mauer, ja? Ja. Ja, das hört sich auch sehr überzeugend an. Ja, aber ich sitze hier gerade an, was ich nicht tun muss. Scheiße. Komm mal lieber nicht zum Lagerhaus gerade. Was ist denn da? Das ist mir gerade was passiert. Also die Diamantspitzhacke ist weg. Boah, lag noch anderes Zeug dort rum? Ne. Nö, gar nicht mehr. Da habe ich doch zu lange gewartet, scheiße. Naja, natürlich. Aha. Ja, ich könnte nicht dafür. Wie viele Kisten sind kaputt? Eine zur Hälfte und eine zur Hälfte. Also insgesamt zwei. Ist der Inhalt noch da? Den habe ich aufgesammelt. Hier ist eine komplett weg. Naja, und dann hier eine Hälfte und hier eine Hälfte. Schön. Dafür könnte ich es jetzt aber auch nicht. Ach, ich komme ja nicht mal hoch. Verdammt. So. Da brauchen wir. So, Leitern habe ich hier. Kann ich die Leiter mal wieder ganz machen. Dafür könnte ich jetzt aber auch nicht, weil da ging die Tür einfach auf. Ich habe es nicht mal zubekommen. Jojo. So, wir brauchen. Also, in der Kiste habe ich noch einstecken. Gut, wir haben kein Tropenholz mehr. Schön. Doch, hier. Nee, doch nie. Das war normales Holz. Kein Tropenholz mehr? Das ist normales Holz.